Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Es beginnt eine weitere Woche im Ausnahmemodus. Die einst normale Welt, in der man Freunde und Familie umarmte, mit Kollegen eng beieinander saß, Urlaubsreisen plante, ins Restaurant ging oder schnell mal im Supermarkt WC-Papier besorgte, diese normale Welt scheint ja schon jetzt eigenartig weit weg. Dabei stehen wir ja gerade erst am Anfang dieser kollektiven Anstrengung. Vielleicht sieht man am Ende der Woche schon eine kleine Tendenz. Für eine eindeutige Datenlage wird es aber wohl noch länger dauern. Angesichts all dieser Ungewissheiten ist es schon schwierig, exakte Prognosen zu erstellen, welche Folgen dieses Runterfahren von Gesellschaft und Wirtschaft haben wird. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben das heute trotzdem getan. Mit dem Hinweis, dass sie zwar keine Kristallkugel haben, aber man, Zitat, im Dunkeln auch nicht die Taschenlampe ausknipsen sollte. Welche Szenarien da heute beleuchtet wurden, erläutert Andreas Huppert. Ein Risikoszenario. Dass es ja eine außergewöhnliche Lage ist. Der Corona-Schock, den wir jetzt haben. Man kann jetzt nicht ein halbes, dreiviertel Jahr aussetzen. Eine wirtschaftliche Bestandsaufnahme gesendet aus dem digitalen Raum hinein in die deutsche Volkswirtschaft. Führende Ökonomen, die Weisen der Wirtschaft, haben ein Sondergutachten erstellt, präsentiert per Videochat. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz, heute einer virtuellen. Virtuell hin oder her, das Gutachten ist geprägt durch das Coronavirus. Die Szenarien darin fassen den Einfluss durch die Pandemie auf die deutsche Wirtschaft in Zahlen. Was unser Risikoszenario ist, da geht die Wirtschaftsleistung in Deutschland tatsächlich im ersten und zweiten Quartal zusammengenommen, relativ zum Ausgang Anfang des Jahres, um 10% zurück. 10% ist schon eine ganze Menge. Aufs komplette Jahr gerechnet ergeben sich zwei Verläufe. Ein noch relativ guter, der durch das zügige Anlaufen der Wirtschaft ein Gesamtjahresminus von 2,8% ergibt, und ein relativ schlechter, der ein Minus von 5,4% ergeben würde. Die Bundesregierung ist gefordert, das Minus so gering wie möglich zu halten. Die Sorge ist ja, dass durch diese Pandemie Schäden entstehen an der Wirtschaftsstruktur, die viele Jahre fortwirken werden. Das müssen wir verhindern. Ich glaube, das können wir verhindern. Und deshalb bin ich froh, dass die ersten Sofortmaßnahmen jetzt auch greifen. Wir sind also bei allen Schwierigkeiten, bei allen Größen der Herausforderungen gut gewappnet für diese Zeit. Und wir sind entschlossen als Bundesregierung, das zu tun, um den Menschen Sorgen von der Schulter zu nehmen. Sorgen um die Gesundheit, aber eben Sorgen auch um die wirtschaftliche Existenz. Die Opposition wirft der Regierung vor, es fehle ein klarer Plan, ein Investitionsprogramm zur Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft. Es ist richtig, den Appell der Wirtschaftsweisen heute schon so zu verstehen, die Planung für die Investition jetzt schon vorzunehmen, dass wir danach nicht viel Zeit verlieren, sondern dieses Konjunkturprogramm dann schnell anschieben können. Zu Recht haben auch die Wirtschaftsweisen jetzt noch mal darauf hingewiesen, dass die auch zur verantwortungsvollen Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen, die zu erwarten sind, dass auch da eine klare Kommunikation besonders wichtig ist, damit sich alle Beteiligten darauf einstellen können, wie lange, nach welchen Kriterien, welche Einschränkungen notwendig sind. Alles hängt also auch an der Frage, wann kann man wieder zurück in den Alltag, wann zurück zur geregelten Arbeit. Bayern hat heute klargemacht, so schnell wird das nicht. Es gibt keinen Anlass, falsche Hoffnungen zu wecken. Und es ist keine Zeit für einen vorschnellen Exit oder entsprechende Debatten. Corona hat die deutsche Wirtschaft infiziert. Erst langsam, jetzt explosionsartig. Wir haben eine klare Prioritätensetzung. Schutz der Gesundheit, Sicherung von Arbeitsplätzen und Gewährleistung von sozialer Sicherheit. Das ist jetzt das, was auf der Tagesordnung steht. Später werden wir darüber reden, wie wir die Wirtschaft auch wieder ankurbeln müssen. Im Moment steht in unserer Arbeit eindeutig die Bewältigung dieser Herausforderung der Krankheit im Vordergrund. Und so wird es die nächsten Wochen auch bleiben. Niemand kann heute sagen, wie lange das Coronavirus Deutschland noch im Würgegriff hält. Und davon hängt letztlich ab, wie stark die Wirtschaft darunter leiden wird. Darüber wollen wir noch reden mit dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats, gewissermaßen der oberste Wirtschaftsweise, Professor Lars Feld, der seinen Lehrstuhl an der Universität Freiburg hat. Guten Abend, Herr Professor Feld. Guten Abend, Frau Slomka. Selbst in dem am wenigsten düsteren Szenario, das Sie heute vorgestellt haben, ist die Aussicht darauf, in eine Rezession zu rutschen, doch quasi unausweichlich. Helfen denn die Gegenmaßnahmen der Regierung da nicht, gegenzusteuern?
Nun, die Gegenmaßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, dienen ja vor allen Dingen dazu, über die nächsten Wochen hinwegzukommen. Klassische Konjunkturprogramme nutzen in einer solchen Phase wenig. Wenn man den Leuten mehr Geld gibt, dann würden sie das ja auch gerne ausgeben. Das können sie in der gegenwärtigen Lage ja nicht. Sie sollen ja eher zu Hause bleiben. Und diese Liquiditätsmaßnahmen helfen sehr wohl. Was kann denn darüber hinaus geschehen oder welche Erwartungen haben Sie da noch? Nun, zunächst einmal geht es darum, dass wir insbesondere in der Struktur der Probleme, die jetzt da vor uns liegen, angesichts der betroffenen Branchen sicherstellen, dass Insolvenzen so gut es geht vermieden werden können. Das ist nicht so ganz einfach, da es sich ja häufig um kleine Unternehmen handelt, die nicht einfach einen weiteren Kredit schultern können. Von daher ist es sehr wichtig, dass auch die Zuschüsse schnell ausgezahlt werden. Wenn uns das gelingt, und wir nach dem 20. April wieder relativ rasch an die Arbeit zurück können, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass es gar nicht so viel an Anstoß von Seiten der Bundesregierung braucht. Vielleicht das ein oder andere, was man im steuerlichen Bereich macht, ein Vorziehen des Solidaritätszuschlags oder vielleicht sogar seine vollständige Abschaffung oder auf der Ausgabenseite bei den Investitionsprogrammen, die ja sowieso in den nächsten Jahren hochgefahren werden sollten, eine schnellere Reaktion. Die Bauwirtschaft ist vielleicht auch nicht mehr in der Überauslastung. Sind ja nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen. Es gibt womöglich sogar Krisengewinner, ohne das jetzt zynisch verstanden haben zu wollen, aber Branchen, die im Moment ja auch weiter funktionieren. Es liegt ja nicht das gesamte Wirtschaftsleben jetzt schon brach. Und befürchten Sie, dass das dann indirekt durch Effekte doch noch so kommen wird in den nächsten Wochen? Ich erwarte nicht, dass die ganze Wirtschaft brach liegt. Sie beschreiben das ja ganz gut. Wir haben schon eine ganze Reihe von Branchen, die relativ gut laufen, gegenwärtig immer noch. Und auch eine in den vergangenen Jahren durch die massive Überauslastung gekennzeichnete Bauwirtschaft ist im Moment ja nicht zum Stillstand gekommen. Wir haben natürlich stark betroffene Branchen, die insbesondere im Bereich der Dienstleistungen anzutreffen sind. Also das Gastgewerbe beispielsweise, den Einzelhandel, Tourismus, Transport. Dort liegen größere Probleme. Wir sehen auch im industriellen Bereich, wo es darauf ankommt, dass internationalisierte Wertschöpfungsketten die Produktion bedienen, dass wir nicht in dem Maße produzieren können, beispielsweise im Automobilsektor. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise an Medizinprodukte denken, die Firma Dräger läuft drei Schichten und Dräger produziert macht, wie verrückt. Also wir haben natürlich schon auch Produktion. Ja, Dräger macht Beatmungsgeräte oder Lieferdienst und Ähnliches. Wenn man sich jetzt mal ansieht, wie es Deutschland nach der Finanzkrise ging, 2009, da war ein Einbruch von 5,7% und das galt als gewaltig, aber man hat es überlebt. Glauben Sie, dass es diesmal schlimmer wird? Nun, aufs ganze Jahr gerechnet, 5,4% landen wir bereits in unserem Risikoszenario. Das wahrscheinlichere Szenario, wenn die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, das Kontaktverbot nur bis zum 20. April geht und wir danach allmählich wieder an die Arbeit zurückkehren können, dann kann das Wirtschaftswachstum auch in geringerem Ausmaß zurückgehen, aufs ganze Jahr gesehen. Dann landen wir nur bei minus 2,8%, nur in Anführungszeichen, denn das heißt im jetzt gerade bevorstehenden zweiten Quartal sehr wohl, dass der Einbruch kräftig ist. Nun konzentrieren sich alle auch heute dann in Ihren Aussagen auf diesen 19. oder 20. April. Das muss jetzt so ein Virus nicht unbedingt interessieren, dass da die Osterferien zu Ende sind. Es könnte also auch noch länger dauern. Sie kennen diese Diskussion darüber, dass man abwägt zwischen gesundheitspolitischen Maßnahmen, Stichwort Leben retten, und den auch zum Teil fatalen Folgen einer schwersten Wirtschaftskrise. Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Ich finde, dass man diesen Zielkonflikt nicht einfach als einen eindimensionalen Zielkonflikt aufmachen darf. Denn einerseits ist es so, dass dann, wenn es uns gelingt, gesundheitspolitisch die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Todesfälle, die damit verbunden sind, so gering wie möglich zu halten, dass wir eben auch mittel- und langfristig davon wirtschaftlich zehren können, dass die Arbeitskräfte wieder alle zur Verfügung stehen und die Menschen auch ganz normal weiter konsumieren können. Und auf der anderen Seite ist es schon auch wichtig, dass
dass wir die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, die kurzfristig eine Rolle spielen, im Blick haben. Man muss also beides sehen und versuchen nun in der Phase, in der wir sind, die Infektionszahlen möglichst niedrig zu halten, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Und dann auf der anderen Seite sich dann auch genau überlegen, ab welchem Zeitpunkt wir wieder in die Normalität zurückkehren können. Wenn es dann wieder zu Ansteckungen kommt, wird man auch flexibel darauf reagieren müssen, in der Hoffnung, dass bis dahin Medikamente zur Verfügung stehen und dass wir dann auch bis zum Herbst, spätestens zum Winter, einen Impfstoff zur Verfügung haben. Auch diese Kombinationen sind ja alle mit zu bedenken, wenn es um die wirtschaftlichen Folgen geht. Auf den Impfstoff hoffen alle. Herr Professor Feld, danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Slomka. Die Tourismusbranche gehört natürlich zu denen, die es besonders hart trifft. Umzubuchen aufs nächste Jahr oder Gutscheine zu akzeptieren, statt ganz zu stornieren, hilft zwar, aber das will und kann nicht jeder Kunde. In Deutschland ist Mecklenburg-Vorpommern eines der Bundesländer, für die der Tourismus ein besonders wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. All die Feriengebiete an der Ostsee oder an der Seenplatte trifft das hart. Die Landesregierung riegelt auch tatsächlich rigoros ab. Für MECPOM gilt für touristische Zwecke ein striktes Einreiseverbot. So sollen auch Berliner zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, über Ostern zum Picknicken an die Müritz zu fahren oder Ähnliches. Auf den Straßen wird das auch kontrolliert. Wie Hotels und Gastronomen mit der Situation umgehen, berichtet Bernd Mosebach. Der Strand von Warnemünde, weit und leer, liegt er in der Frühlingssonne. Die Urlauber mussten das Land verlassen. Eine Vollbremsung für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. In guten Zeiten serviert René Gildemeister Speisen und Getränke im Warnemünder Hof. Jetzt renoviert er die Zimmer des Hauses. Anderswo haben die Hoteliers ihre Leute in Kurzarbeit geschickt oder gar entlassen. Hier setzt man auf Arbeitsbeschaffung. Natürlich sind wir froh, dass das Hotel uns diese Möglichkeit erstmal noch gibt, dass halt noch andere Arbeiten zu machen sind, dass wir nicht in Kurzarbeit gehen müssen, dass das Hotel nicht schließt. Wir haben alle Familien zu Hause und es sind halt ein paar Euro weniger, die dann natürlich sonst auch fehlen dann. 70 Mitarbeiter beschäftigt das Vier-Sterne-Hotel. Jeder tut, was er kann. 150.000 Euro Personalkosten muss Direktor Frank Martens monatlich aufbringen. Er will den Hotelbetrieb aufrechterhalten, auch ohne Gäste. Wir haben eine Mitarbeiterversammlung gemacht, wo wir die Situation erklärt haben. War natürlich eine große Angst auch bei den Mitarbeitern waren und haben dann wirklich so eine Pinnwand aufgebaut und gefragt, so, wer kann was, und haben dann alle Namen durchgehabt. Und eben unter jeder Spalte, inklusive Nachtdienst, den wir dann auch selber machen müssen, hat sich jemand eingetragen. Auch in der Küche wird noch gearbeitet, wenn auch auf Sparflamme. Chefkoch Jan Reinhardt hat auf Außerhausverkauf umgestellt. Und dann geht's auf Reisen. Vor allem Stammgäste nutzen das Angebot. Ein Lieferservice wurde ebenfalls eingerichtet. Rund um den alten Strom, dem touristischen Zentrum von Warnemünde, sind seit einer Woche alle Geschäfte geschlossen. Die Vorsaison fällt aus, das Ostergeschäft ebenfalls. Peter Rickert hat seinen Souvenirladen erst im Januar eröffnet, 80.000 Euro investiert. Gemeinsam mit seiner Frau wollte sich der Handwerker damit ein zweites Standbein schaffen. Kein guter Start. Die Einnahmen sind weg, die Kosten bleiben aber. Ne, das ist leider so. Miete, Versicherung, Steuerberater und Finanzamt und so weiter. Es trifft die Kleinen und die Großen der Tourismusbranche. 150.000 Arbeitsplätze hängen in Mecklenburg-Vorpommern am Geschäft mit den Urlaubern. Wir haben Umfragen gemacht, wonach auch heute schon 20% Mitentlassungen planen. Das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Wo auch heute jeder 15. schon sagt, dass er möglicherweise vor einer Geschäftsaufgabe steht. Mecklenburg-Vorpommern hat sich seit der Wende zum Tourismusland Nummer 1 in Deutschland entwickelt. Die Landesregierung hat ein Nothilfeprogramm aufgelegt. Wir haben einen Schutzfonds für Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt von 1,1 Milliarden Euro. Davon gehen alleine 800 Millionen Euro für die Sicherung von Unternehmen und Arbeitsplätze. Und da natürlich auch der Fokus insbesondere für touristische Betriebe. Das Geld reicht erstmal bis zum 19. April. Das sind 3 Wochen. Während der Schließung Hotel oder Kneipe zu renovieren, ist natürlich eine gute Idee, wenn man es sich halbwegs leisten kann und das eh demnächst mal angestanden hätte. Und wenn man guten Mutes ist, die Corona-Zeit wirtschaftlich zu überleben.
Andere Unternehmen suchen jetzt nach ganz neuen Aufgaben und Produktionsfeldern, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Valerie Haller, da gibt es in der deutschen Unternehmerschaft schon durchaus kreative Ideen. Ja, Not macht eben doch erfinderisch. Bei vielen Unternehmen sind die Auftragsbücher leer und sie suchen jetzt händeringend nach Möglichkeiten, freie Kapazitäten zu nutzen. Andere Produkte im Gesundheitsbereich wiederum werden ja dringend gebraucht und daher stellen jetzt einige Unternehmen ihre Produktion um. Vielleicht für den einen oder anderen auch ein Weg, sich über Wasser zu halten. Atemschutzmasken, Schutzausrüstung, Teile für Beatmungsgeräte. Die Autoindustrie will mit 3D-Druckern aushelfen. Die Textilbranche näht Masken und Ausrüstung. Desinfektionsmittel sind oft Mangelware. Kosmetikhersteller haben ihre Produktion umgewidmet. Getränkehersteller liefern hochprozentigen Reinigungsalkohol. Weltweit engagieren sich immer mehr Unternehmen im Kampf gegen die Corona-Krise. Sie nähen aber nicht nur Mundschutz oder mischen Desinfektionsmittel. Sie verleihen auch Mitarbeiter Spendenmaterial. Der Nutzen einzelner Aktionen mag manchmal umstritten sein, aber die Unternehmen zeigen damit, dass sie sich dem Virus nicht hilflos ausliefern wollen. Mutmacher in Zeiten voller Sorge, gut fürs Image ist es obendrein. Dankeschön, Valerie, nach Frankfurt. Ja, improvisieren, neue Wege gehen, das tun nicht nur Unternehmen. In zahlreichen deutschen Wohnzimmern werden neuerdings ja Videokonferenzen abgehalten. Nicht nur wegen Homeoffice, sondern auch zum privaten Meeting mit Freunden und Verwandten. Es soll auch nicht wenige Großeltern geben, die sich jetzt entsprechende Konferenz-Apps erklären lassen oder erstmals Skype oder FaceTime benutzen, um die Enkel wenigstens virtuell zu sehen. Not macht nicht nur erfinderisch, man wird auch aufgeschlossener. Und so manch einer überwindet da gerade seine bisher stoisch gepflegte Technik-Skepsis. Ganz wichtig wird das jetzt auch im Gesundheitswesen werden. Stichwort Telemedizin. Dabei geht es nicht nur um Betreuung von Patienten, zum Beispiel durch Hausärzte. Vor allem für Krankenhäuser kann es in der Corona-Krise geradezu essentiell werden, sich mit größeren Unikliniken auf diesem Wege zu beraten und Expertise einzuholen. Die Universitätsklinik Aachen ist da ein Vorreiter, berichtet Dominik Müller-Russell. Ungewöhnliche Visite heute Mittag auf der Isolierstation des Krankenhauses Düren. Beim Covid-19-Patienten Ludwig Rombay, 75 Jahre alt und zum Glück fast wieder genesen, meldet sich aus dem Laptop per sogenannter Telemedizin das Uniklinikum Aachen. Heute assistiert vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Ja, schönen guten Tag zusammen. Wie geht es Ihnen, Herr Rombay? Ich bin verhältnismäßig gut, Herr Ministerpräsident. Ich muss sagen, ich fühle mich hier gut aufgehoben. Man kümmert sich um mich. Und in der Zeit, wo ich jetzt hier war, muss ich sagen, ist wesentlich besser geworden. Ich hoffe, die Audioverbindung ist gut genug. Das Projekt Virtuelles Krankenhaus ist im Medizinbereich der Stolz des Landes Nordrhein-Westfalen. Es funktioniert so. Im Telemedizinzentrum der Unikliniken Aachen und Münster arbeiten insgesamt 30 Ärzte, Spezialisten der Intensivmedizin. Sie unterstützen ihre Kollegen draußen in den kleineren Krankenhäusern im Land, die nicht die Expertise einer großen Uniklinik besitzen. Und sie behandeln die Patienten dort mit aus der Ferne. Man sieht den Patienten, man hört die Ärzte draußen im Land und man hat auch die Krankenakten, sodass von hier aus in Notfällen beraten werden kann. Und das ist unser Mittel, die Kapazitäten zu verdoppeln, damit jeder, der Intensivmedizin braucht, sie auch bekommt. 5.500 Intensivbetten gibt es in NRW, etwas weniger als die Hälfte davon bei den top ausgestatteten Maximalversorgern wie der Uniklinik Aachen. Etwas mehr als die Hälfte stehen in den kleineren Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung. Auf die kommt es nun in der Krise an. Covid-19-Patienten sind Patienten für Maximalversorger für Universitätskliniken. Aber wir brauchen jetzt jedes Beatmungsgerät, wir brauchen jedes Intensivbett. Und durch das virtuelle Krankenhaus NRW gelingt es jetzt, dass wir alle Betten wirklich und alle Kolleginnen und Kollegen wirklich zusammenbringen und den Patienten die optimale Versorgung ermöglichen. Eine Aufwertung der kleineren Krankenhäuser. Und gleichzeitig lassen sich so einige wenige Hotspots im Land vermeiden, die sich um alle schweren Fälle selbst kümmern müssen und schnell an ihre Grenzen stoßen würden. 41 Corona-Patienten versorgen sie an der Uniklinik Aachen, 25 von ihnen auf der Intensivstation. Sie sind vorbereitet für mehr und haben nun Platz für 150 Intensivpatienten geschaffen. Die Ungewissheit, wie viele Patienten kommen und wie schwer krank die sein werden, die haben wir natürlich alle. Aber wir arbeiten alle schon lange auf Intensivstationen. Hier in der Uniklinik betreuen wir auch seit langem schwerstkranke Patienten. Also wir kennen dieses Patientenklientel.
Am Krankenhaus Düren sind sie regelmäßig im Austausch mit der erfahrenen benachbarten Uniklinik und froh über die Gespräche angesichts einer neuen Erkrankung. Um Erkenntnisse aus der doch größeren Patientenpopulation, die in der Uniklinik behandelt wird, in unsere Therapiekonzepte und Behandlungskonzepte aufzunehmen und einfach diese Fälle zu diskutieren. Das ist schon sehr, sehr wertvoll für uns. Alles gut und bleiben Sie auch gesund, ne? Visite beendet, Patient so gut wie genesen. So schnell wie möglich, so viele Kliniken wie möglich sollen sich in NRW nun dem Projekt Virtuelles Krankenhaus anschließen. Ja. Danke, tschö. Vieles geht ja virtuell, auch privat. Aber die direkte Begegnung, auch das merkt man in diesen Wochen, kann das nicht ersetzen. Kein Chat, kein Video ersetzt eine Umarmung. Besonders hart trifft es derzeit Liebespaare, die das Pech haben, im deutsch-Schweizer Grenzgebiet zu leben. Viele können sich jetzt nur noch über den Grenzzaun umarmen. Bei Konstanz zum Beispiel hat sich ein regelrechter Pärchentreff entwickelt. Denn wer getrennte Wohnsitze hat und nicht verheiratet ist, kann den Zaun bis auf Weiteres nicht überwinden. Nur Berufspendler dürfen rein. Die Freundin oder den Freund in der Schweiz zu besuchen, gilt nicht als triftiger Grund. Weitere Meldungen rund um Corona hat jetzt Jana Becker und beginnt ihren Überblick mit den aktuellen Zahlen für Deutschland. In Deutschland liegt die Zahl der bestätigten Infektionen am Abend bei knapp 64.000. Insgesamt soll es bisher 560 Todesfälle gegeben haben. Über 9.200 Menschen sind genesen. Etwa 200.000 deutsche Urlauber waren wegen der Coronavirus-Krise im Ausland gestrandet. Bundesaußenminister Maas teilt heute mit, dass seit Beginn der Rückholaktion vor zwei Wochen bereits 175.000 wieder in Deutschland angekommen seien. In Niedersachsen sollen 22 Reha-Kliniken rund 2000 nicht mit dem Coronavirus infizierte Patienten von regulären Krankenhäusern übernehmen. Ebenfalls in Niedersachsen hat Gesundheitsministerin Reimann einen Aufnahmestopp für Pflegeheime angeordnet. Ausnahmen gäbe es nur, wenn eine 14-tägige Quarantäne für neue Bewohner gewährleistet sei. Zuvor waren mehrere infizierte Pflegebedürftige in Wolfsburg gestorben. Auch New York will seine Krankenhäuser durch die Verlegung von nicht infizierten Patienten entlasten. Dazu ist heute ein Krankenhausschiff der US-Marine eingetroffen. Unterdessen verlängert US-Präsident Trump die Verhaltensrichtlinien für das ganze Land bis Ende April. Wenn am Ende nicht mehr als 100.000 Menschen ums Leben kämen, wäre das laut Trump ein guter Ausgang für die USA. Als erstes westeuropäisches Land hat Österreich eine Verpflichtung zum Tragen von Mund- und Nasenschutz in Supermärkten angekündigt. Bundeskanzler Kurz sagte, dies sei Pflicht, sobald die Masken vor den Supermärkten ausgehändigt werden könnten. Die ersten würden dies am Mittwoch schaffen. Sie müssen mit ihrem Auftritt bis zum kommenden Jahr warten. Nach der angekündigten Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio steht nun der neue Termin. Beginnen sollen die Spiele am 23. Juli 2021. Darauf haben sich das IOC und die Organisatoren geeinigt. Viele weitere Infos, Videos und Hintergründe finden Sie bei uns natürlich auch online auf ZDF heute. Und jetzt gibt es erstmal andere Nachrichten zu anderen Themen von Heinz Wolf. Nach der zweiten Runde der Kommunalwahl in Bayern gestern sind jetzt die Stimmen ausgezählt. Bei der Stichwahl in der Landeshauptstadt München ist Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD in seinem Amt bestätigt worden. Die SPD gewann auch in Ingolstadt und Bamberg, verlor aber ihre kommunalpolitische Hochburg Nürnberg an die CSU. Die NATO hat ihr 30. Mitglied begrüßt. Nordmazedonien ist dem Bündnis beigetreten. Vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel wurde heute die Flagge des Westbalkanlandes gehisst. Möglich wurde der Beitritt erst durch eine Namensänderung vergangenes Jahr von Mazedonien zu Nordmazedonien. Zuvor hatte das Land jahrzehntelang mit Griechenland wegen einer gleichnamigen Region gestritten. Als nächstes will Nordmazedonien in die EU eintreten. Im Jemen gibt es weiter schwere Gefechte. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat Stellungen der Houthi-Rebellen in der Hauptstadt Sana'a aus der Luft angegriffen. Zuvor hatten am Samstag die Houthi-Rebellen eine Rakete in Richtung saudischer Hauptstadt Riyadh abgefeuert, die aber von der saudi-arabischen Luftwaffe abgefangen wurde. Und im Norden Jemens kam es offenbar zu schweren Kämpfen zwischen jemenitischen Regierungstruppen und Houthi-Rebellen mit zahlreichen Toten auf beiden Seiten.
In Syrien haben Mitglieder der Terrororganisation IS eine Gefängnisrevolte angezettelt. Ob dabei Insassen geflohen sind, ist unklar. Eine kurdische Antiterroreinheit habe den Aufstand mittlerweile niedergeschlagen und das Gefängnis gesichert. Die Lage sei unter Kontrolle, heißt es von offizieller Seite. Unter den IS-Gefangenen in dem von Kurden kontrollierten Gebiet im Nordosten Syriens sollen sich viele Ausländer befinden. Dass Ungarns Regierungschef Viktor Orbán das westliche Modell freiheitlicher Demokratie nicht sonderlich attraktiv findet, ist altbekannt. Er setzt dem sein Bild der illiberalen Demokratie entgegen, die es mit rechtsstaatlicher Gewaltenteilung, also den sogenannten Checks and Balances, nicht so hat und Kritiker generell für relativ überflüssig hält. Opposition, unabhängiger Journalismus, Widerspruch von Gerichten etc., das ist alles eher lästig. Innerhalb der Europäischen Union gab es deshalb ja schon in der Vergangenheit massive Spannungen. Nun aber, im Zuge der Corona-Krise, geht Orbán noch einige Schritte weiter, berichtet Wolf-Christian Ulrich. Wenn der freie Journalist Peter Kornock derzeit über Corona berichten will, dann aus dem Homeoffice. Unabhängige Informationen über die Ausbreitung des Coronavirus in Ungarn findet er kaum. Und das neue Notstandsgesetz macht es für ihn jetzt noch schwieriger zu berichten. Ohne die nötigen Informationen können unabhängige Journalisten nur noch Meinungsjournalismus machen. Und jetzt ist zu erwarten, dass man dafür mit Gefängnis bestraft wird. Er meint das neue Notstandsgesetz. Ministerpräsident Orbán kann jetzt auf unbestimmte Zeit am Parlament vorbei regieren. Und Orbáns nationalkonservativer Fidesz-Block hat im Parlament heute außerdem beschlossen, keine Wahlen, solange der Notstand dauert, bis zu 8 Jahre Haft bei Verstößen gegen Quarantäne und bis zu 5 Jahre Haft bei Verbreitung von Falschmeldungen über die Corona-Krise. Damit hätte die Regierung Sanktionsmittel gegen kritische Berichte. Die Opposition ist entsetzt. Das Notstandsgesetz ermöglicht der Regierung für unbegrenzte Zeit einfach geltendes Recht außer Acht zu lassen. Das Parlament kann heute nur noch als Theater betrachtet werden. Jedes Land versucht auch seine eigenen Maßnahmen nach ihren eigenen Maßstäben zu finden, sagt dagegen der Regierungssprecher aus dem Homeoffice. Und genau das macht auch Ungarn. Orbán inszeniert sich derweil als Krisenmanager, nimmt öffentlichkeitswirksam eine chinesische Lieferung von Hilfsgütern entgegen. Kritik aus der EU kümmert ihn nicht. Er spürt, wie der einst große Rückhalt in der Bevölkerung langsam bröckelt. Das neue Notstandsgesetz soll nun seine Macht zementieren, soll ihn als starken Mann zeigen. Dazu gehört auch, dass neuerdings Militär auf den Straßen patrouilliert. Sogar in Betrieben und Krankenhäusern sind jetzt Offiziere zur Kontrolle eingesetzt. Die Budapester sehen das alles mit einigem Fatalismus. Ich glaube, noch totaler kann er doch gar nicht mehr das Land beherrschen, sagt dieser junge Mann. Der Virus kam ihm gerade recht, meint eine Frau. Die Maßnahmen sollen auch kaschieren, wie desolat die Lage im Gesundheitswesen derzeit ist. Ich arbeite daran, dass ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, wenn durch massenhafte Erkrankungen eine große Belastung auf das Gesundheitssystem zukommt, beteuert Orbán heute. Doch genau diese Gesundheitsversorgung habe die Regierung doch chronisch unterfinanziert, beklagt die Opposition. Das Gesundheitssystem in Ungarn hat in den letzten 10 Jahren großen Schaden erlitten. Orbáns Politik bestand darin, EU-Geld aus dem Gesundheitswesen für andere Projekte zu verwenden. Über das alles möchte Journalist Peter Kornock jetzt während der Corona-Krise berichten. Das Gesetz macht unsere Arbeit eigentlich unmöglich, meint sein Redakteur während einer Videobesprechung. Aber wir arbeiten weiter, auch wenn wir dafür bestraft werden. Orbán versucht hundertprozentig die Chance zu nutzen, um die letzten Reste der Rechtsstaatlichkeit zu beseitigen in Ungarn. Bleibt zu Hause, lässt die Regierung plakatieren. Das Notstandsgesetz, das Corona bekämpfen soll, stürzt Ungarns Demokratie noch weiter in die Krise. Und jetzt nochmal Heinz Wolf mit weiteren Meldungen. Die Verbraucherpreise sind jetzt im März weniger stark gestiegen als zu Beginn dieses Jahres. Bei durchschnittlich 1,4% lag die Teuerung im Jahresvergleich, hat das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet. Im Januar und Februar waren es noch jeweils 1,7%. Haushaltsenergie und Kraftstoffe waren knapp 1% günstiger als vor einem Jahr. Nahrungsmittel dagegen 3,7% teurer. Aus einem niederländischen Museum ist ein Gemälde von Vincent van Gogh gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Diebe in der Nacht die gläserne Eingangstür des Museums in Laren bei Amsterdam aufgebrochen.
Bei dem gestohlenen Van Gogh-Gemälde handelt es sich um das Werk Der Pfarrgarten in Nünen mit weiblicher Figur von 1884. Wegen der Corona-Pandemie ist das Museum derzeit geschlossen. Nach dem fast sommerlichen Wochenende ist in Teilen Deutschlands der Winter noch einmal zurückgekehrt. Mit Schnee und Temperaturen unter Null heute Morgen. Zum Beispiel in Ueckermünde am Stettiner Haff. Weiß war es auch in Hamburg. Dort mussten viele Autofahrer wieder kratzen und Räumfahrzeuge ihren Dienst noch einmal antreten. Wer heute frei hatte, konnte mit etwas Abstand den Schnee genießen, der über mehrere Stunden liegen blieb. Das war's von uns im Heute-Journal. Und wer sich jetzt von Nachrichten und Corona ablenken will, kann das mit einem opulenten Schlachtschinken im Montagskino tun. The Great Wall, ein Action-Epos aus dem alten China. Und danach um 23.45 Uhr gibt es Heute Plus mit Daniel Bröcker. Und uns gibt's morgen wieder. Auf Wiedersehen. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das umfangreiche Hoch vor Island ist immer noch tonangebend. Und auf seiner Ostseite bekommen wir auch noch kühle Luft. Aber die erwärmt sich in den nächsten Tagen. Das Hoch verschwindet allmählich Richtung Westen. Dann gibt es noch einmal zum Freitag kühle Luft aus dem Nordwesten. Aber spätestens zum Wochenende wird es wärmer. Ein neues kleines Hoch setzt sich durch und bringt deutlich wärmere Luft aus dem Südwesten mit. In der Nacht gibt es in der Mitte Deutschlands viele Wolken und es schneit. In den Mittelgebirgen bildet sich durchaus eine Schneedecke aus und es kann rutschig werden. Im Norden Deutschlands und im Süden, da sind eher wenige Wolken unterwegs. Temperaturen sinken auf minus 3 Grad im Osten Deutschlands und 0 Grad im Westen. An den Alpen ist es deutlich kälter mit minus 10 Grad. Sonniges Wetter erwartet uns vor allem zwischen Emsland und der Nordsee und im Südwesten Deutschlands. Nach Osten hin ist es bewölkter und die Temperaturen erreichen höchste Werte von 0 Grad im Vogtland und 11 Grad Richtung Oberrhein. Das ist die Temperaturspanne in Deutschland morgen. Wir schauen auf die nächsten Tage. Am Mittwoch gibt es viel Sonnenschein in der Südhälfte Deutschlands. Nach Norden hin mehr Wolken und hier kann es etwas regnen bei 6 bis 12 Grad. Und Donnerstag gibt es bis 15 Grad. Es ist trocken. Freitag erreicht uns aber im Norden zumindest kühlere Luft. Damit einen schönen Abend.